Liebe Mitglieder vom Schweizerischen Hebammenverband, außerordentliche Zeiten brauchen außerordentliche Massnahmen. Darum kommt die heutige Botschaft per Video. Im Mail findet ihr im Anhang das Notfallkonzept vom Schweizerischen Hebammenverband. Vielen Dank an dieser Stelle an die Sektion Bern für die gute Grundlage. Das Konzept soll den Hebammen aufzeigen, wie sie in den verschiedenen Situationen, wo sie schwangere, gebärende Wöchnerinnen antrifft, soll handeln. Wir bitten euch, das gut durchzulesen und so anzuwenden, wie es für euch stimmt. Ganz wichtig, zwei Punkte sind nach wie vor ungelöst. Die Frage der Schutzkleidung und die Frage der telefonischen Beratung respektive der Abrechnung der telefonischen Beratungen sind ungelöst. Die Verbandsspitze zusammen mit den Sektionspräsidentinnen sind intensiv dran und wir werden dranbleiben, um beide Fragen zu lösen. Schutzmaterial ist sehr wichtig, dass wir unsere Arbeit machen können und dass wir das Notfallkonzept auch jetzt umsetzen können. Das ist uns völlig bewusst. Aber auch die Frage der telefonischen Abrechnung muss unbürokratisch gelöst werden, damit später bei der Abrechnung nicht zu Problemen kommt. Wir bleiben dran und halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Wir wünschen euch gute Gesundheit und trotz dieser schwierigen Situation gute Begegnungen mit Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Sie brauchen uns im Moment mehr denn je.